genauso, wäre genauso stolz, wenn ein anderes Mädchen oder ein anderer Bub hier bei uns in der Heubodenbühne kommen würde und sagen würde, ich möchte mitspielen, weil das war ihr Wunsch, nicht mein Wunsch, sondern es war ihr Wunsch. Sie schon. Wenn ich nicht schon mit mir selber zusammen wäre, habe ich denn gleich was mit mir offen gemacht. Andere haben Lockfass in der Waschmaschine. Du hast nicht ihr Hirn. Ja, aber oh. Dein dummes Geschwätzchen ist ja kaum mehr zum Aushalten. Also, ich bin äußerst anders. Jetzt guck mal her. Ich habe doch eine Figur wie ein griechischer Gott. Ich bin ja der beste Stammkunde, oder? Tja, wenn du deine Deckelsammlung mal begleichen würdest, dann könnte ich davon sicher vorzeitig in Rente gehen. So aber bist du eher mein Insolvenzbeschleuniger. Sind das alles von dir? Nächsten Monat bin ich mein Stützsäcker weggeschlossen. Wer hat denn dir überhaupt hier drin gelassen? Der Paul. Ach. Und der hat dir dann gleich hier ein Bier gemacht? Ja, nein, das hätte ich mir schon selber machen müssen. Du gehst einfach an meinen Zapfhahn und machst dir da so ein Bier? Ja, du, was hätte ich denn da sollen? Du warst noch nicht da. Du, ich wäre nichts verduschtet. Du? Ja, verduschtet? Ausgeschlossen. Ich habe erst vorgestern eine Dokumentation gesehen. Die Kamele bis zu 7 Tage ohne Wasser auskommen können. Also dir droht da keine Gefahr. Nee. Oder suchst du deine Freundin? Ja, genau. Ha, du, die sind gerade eher Vertrieber mit ihren Bärsen gelandet, weißt du? Schön, die Dinge schlagen lang, weil es so nach dem Forschen. Oh, alles! Deine Witze sind aber auch so alt und abgewetzt wie deine elendigen Korthosen, du! Du, Geilweich, über mein Diamos machst du keine Witze, gell? Und außerdem können wir zwar nicht das gleiche lustig finden. Ich meine, wir nehmen ja auch nicht die gleichen Medikamente, oder? Sag mal, musst du schon so früh am Tag Bier trinken? Nein, das muss ich nicht! Das mache ich halb nur freiwillig. Gut, das ist schon. Mir wird es ein ewiges Rätsel bleiben, weshalb ihn seine Frau in all den Jahren nicht zum Teufel geschickt hat. Oder bekommt seine Roswitha für ihn etwa auch Treuepunkte? Also, ich verstehe das auch nicht. Ich habe schon ein paar Mal sowas wieder gesagt. Was du heute kannst entsorgen. Die schon da sind. Wer soll denn schon da sein? Na, der Bürgermeister und diese windigen Investoren. Nee, die sind noch nicht da, aber die werden sicherlich gleich kommen. Aber sag mal, was hast du denn da alles für Zeug mitgebracht? Das? Das sind unsere Protestplakate. Die werde ich nun aufhängen. Sind gut geworden, gell? Ja, super. Ja, Miss. Soll ich mich lieber auf die Damen oder doch auf die Herrentoilette aufhängen? Das mag ich mir vielleicht auch nicht dauernd angucken, gell? Ja, ich verstehe. Dann würdest du ja mal sehen, wann ein Mann
Mann wirklich attraktiv ist. Oh. Also so wie der kann ich ja locker von dir ausgucken. Das ist ja gar kein Problem. Ja, dann müsste ich aber auch vorher 2 Flaschen Wodka trinken. Also mein Arzt hat halt gemeint, ich soll beim Alkohol Maß halten, gell? Na ja, das mache ich auch. Alkohol, immer noch im Maß, gell? Brauchst du mir Ich habe dort allerdings auch eine Woche Badeurlaub gemacht. Interessieren mich diese Bilder etwa auch? Badeurlaub? Mhm. Also die ganz besonders. Ich kann mir vorstellen, dass da ein paar tolle Schnappschüsse dabei sind. Na, dann werde ich heute nach der Veranstaltung mal eine ganz persönliche Dia-Show für dich zusammenstellen. Du weißt ja, in welchem Hotel du mich findest und in welchem Zimmer. Ja, da freue ich mich doch schon auf den Abend. Oh, ja, das ist ja. Meine Damen und Herren, ja, ich freue mich, dass Sie total erschienen sind. Das ist ja eine Freude zu unserer heutigen Informationsveranstaltung. Hallo, Herr Bürgermeister. Ja, Frau Stadtin. Da ist auch unser Hannes, unser guter alter Stammgast. Hannes Hasenbürger. Hallo, Hannes, wie geht's dir? Naja, mir geht's wieder Domina, gell? So ist der unter alles. Immer ein paar lustige Sprüche drauf. Also meine Sprüche, gell, die werden wesentlich fröhlicher und lustiger. Wenn du in der Früh Opa hast, hättest du ein Messer im Hocker. Lieber Hannes. Das hat sich bei aufgehört mit dem lieber Hannes. Seit du und dein schmieriger Gemeinderat beschlossen habt, dieses zerrte Einkaufszentrum direkt neben meinem Haus bauen zu lassen, oder herzlich Alzhof, gell? Hallo Hannes. Das geschieht doch alles nur zum Wohl unserer Gemeinde. Tut es das? Ja, Frau Steckholz, hören Sie mir zu. Mein konzeptionell integratives Bestreben ist es, diese unsere Gemeinde durch stetiges Innovativkontrolling und planungswirtschaftliche Systemfaktoren dauerhaft für die Zukunft die perspektivische Relevanz zu rüsten. Und dabei kann ich meinen wirtschaftspolitischen Standpunkt zum Thema Einkaufszentrum in Stoltenbach in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis oder der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Bürgern hier in Stuttgart schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Bürgerprogramms. Jawohl, meine Damen und Herren, dazu stehe ich und dazu können Sie mich beim Wort nehmen. Jawohl! Und sei jetzt mit Gewalt. Genau! Also Hannes, zum Wohle, Prost. Hallo meine liebe Frau Wesenheit, Konkurrenz belebt das Geschäft. Alles wird teurer, nur Ihre Ausreden werden immer billiger. Hallo meine liebe Nina. Und ich bin auch nicht Ihre liebe Nina. Ich weiß, du bist die liebe Nina von Ambacher Schorsch, seines Sohns Ben. Und ich weiß, dass so junge Frauen wie du ein aktuelles Bedürfnis nach Mode und Beauty-Produkten haben, was sie hier in Stuttgart aber momentan nicht ausreichend der Welt bekommen. Also ich weiß auch nicht. Ihr Weiber, ihr habt doch hier nichts zum Anziehen, gell? Aber musst du vielleicht einer von euch nicht einmal nackig auf die Straße laufen? Wenn ein Delfin kifft, ist der dann high? Unser Hannes Hasenbürger, ein kleiner Schatzkind. Wir haben ein paar lustige Sprüche drauf. Aber an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Frau Rottin für die Bereitstellung ihrer netten Gaststätte und für die freundliche Wirkung. Und, meine Damen und Herren, sieht sie heute nicht wieder einfach nur bezaubert aus? Unsere Rottin? Manchmal in der Zeit. Nee, also ich glaube, ich muss jetzt um aufs Örtchen. Nun, Frau Kummer, bitte schön.
geldgierigen Ziege bloß nicht über den Tisch ziehen. Rettet den Grautümpel! Rettet den Grautümpel und den Erhalt und unsere Wegerechte. Aber meine Damen, beruhigen Sie sich doch bitte. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, mein Name ist Britta Kummer-Knötemann und ich bin hier im Auftrag der Fun Corporation Group GmbH und Co. KG, die bereits durch mehrere weltweit erstellte Großprojekte der Erlebnisgastronomie in der Branche der Investorengesellschaften einen grandiosen Ruf genießt. Ja, mit Sicherheit einer in die Donnerhall! Ich möchte Ihnen nun in einer kleinen PowerPoint-Präsentation einen Einblick geben, wie bei uns in der Fun Corporation gearbeitet wird. Oh, entschuldigen Sie, ich habe ein kleines Missgeschick. Dann starten wir doch lieber gleich mit einem Ausblick auf den Holiday Adventure Resort. Wir von der Fun Corporation Group haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen sanften Tourismus in die gewachsene Struktur einer Landschaft zu integrieren. Dabei achten wir beim Bau unserer Objekte auch stets auf den Einsatz ökologisch sinnvoller Materialien. Wir verwenden zum Beispiel nur einheimischen Naturstahl, laktosefreie Farben und Lacke sowie zu 100% recycelbaren Beton. Bravo! Natürlich geben wir auch der hiesigen Flora eine Chance, sich zu erneuern. Denn durch die zielgerichtete Rodung völlig überalterter Baumbestände können neue Grünflächen entstehen, die anschließend zum fröhlichen Golfen einladen. Denn, sind wir doch mal ehrlich, meine Damen und Herren, Wald ist ja ganz gut und schön, wenn Bäume nicht immer weil zuverlässiger sind als das Wissen eines Mannes. Also, ich muss doch sehr bitten, Fräulein Lina. Fräulein! Also, gegen diese Aussage muss ich jetzt doch noch mal ganz entschieden erklären, was für Sie persönlich und insbesondere finanziell dabei herausspringt, Herr Bürgermeister. Das ist eine infame Unterstellung, Herr Hofstetten. Wo wir doch nun alle so hübsch beieinander sind. Infam! Wollen wir uns nicht mal anschauen, was das Holiday Resort so zu bieten hat? Was soll es schon zu bieten haben, außer die Zerstörung der Natur? Wir haben so herrliche Angebote wie Jogging, Rafting, Trekking, Climbing, Skating, Chilling, Spinning. Ja! Und Killing! Und seinen Grautümpel und sein Biotop! Aber Frau Stockwebel, der Grautümpel, das ist doch gar kein Biotop. Das ist doch ein vor sich hin Tümpel. Was soll denn da Biotopen? Was ihr Biotopen soll, vor allen Dingen tobe ich und mit mir die Mitglieder dieser Gemeinde. Und wenn man sie erlebt, weiß man auch gleich vom ersten Moment an, dass man sein ganzes Leben ohne sie verbringen will. Also Frau Stockmädel, Sie führen Sie hier auf mit dieser Greta Thunfisch. Thunbär, Sie Ignorant, Thunbär. Vielleicht sollte man Sie mal in diesem Grautümpel ersäufen, damit Sie feststellen, welch einzigartige und schützenswerte Fauna und Flora er beherbergt. Alice, jetzt zeigst du ihn erst recht. Jawohl! Unverschämtheit! Diese ökologischen Habitate mit ihren niedrigfloigen Magerwiesen. Mager was? Magerwiesen! Magerhirne haben wir ja hier in diesem Was gibt's draußen am Tümpel? Hier gibt's ja nur Bissgurke.
Schwänzchen. Kleine, unverschämte, arrogante Hohlbratze. Und Sie vertreten wohl das Känguru-Management Ihrer Firma. Große Sprünge mit leeren Beutel. Ich war noch nicht fertig, meine beiden. Naja. Außerdem finden sich am Grathümpel extrem seltene Schlamm- und Sporengewächse. Sehen Sie nun den spielköpfigen Würfelwürfel. Nö, gell? Das hat auf jeden Fall bloß mehr alle Arschwäsche. Aber viel entscheidender ist die Tatsache, dass alljährlich am Grathümpel die Brunft der kaukasischen Watzbogenkröte stattfindet. Was soll da stattfinden, Alice? Na, die Wanderung der kaukasischen Watzbogenkröte zur Paarung. Alice, ich bitte dir. Die Inseln, die sich da in den Büschen paaren, das sind die Fremdgänger aus unserer Gemeinde. Deswegen steht dort auf dem Wagen, Herr Bürgermeister. Ich verbitte mir Ihre weiteren unverschämten Unterstellungen, Herr Hofstetten. Ich war dort täglich mit Frau Robert Knöfemann zur Grundstücksbegutachtungen, was Ihnen sicherlich gerne bestätigen wird. So ist es. Aber sich paarende Kröten habe ich da beim besten Willen nicht entdecken können. Tja, wie denn auch? Ganz so dunkel. Das ist alles Blödsinn. Ich wohne hier am Tümpel jetzt seit 20 Jahren. Das Einzige, was hier in der Krötenwanderung gleichkommt, das ist, wenn die Alice immer im Monat mit ihren Ökenschnäpfen durch den Wald trampelt. Das ist ja wohl eine Boshaftigkeit! Willst du etwa behaupten, dass ich lüge? Allerdings. Es gibt sehr wohl Watzbuckelkröten. Das habe ich sie selbst gesehen. Und die wandern. Nina, du hast ja vor Jahren behauptet, das Kautüppelmonster gesehen zu haben. Das habe ich. So, Nina, ich habe dich beruhigt. Das Kautüppelmonster, das gibt es gar nicht mehr. Das habe ich weggeheiratet. Kröten, die hier wandern. Nicht wahr, Herr Bürgermeister? Was soll jetzt diese spitze Bemerkung aufstellen? Tja, ich komme halt aus Ironien. Am sarkastischen Meer. Da kann so eine flapsige Bemerkung schon mal kommen. Wie auch immer, haben Sie nicht Angst, auf Ihrem Schmiergeld auszurutschen, Herr Bürgermeister? Herr Hofstetten, ich werde mir Ihre weiteren unverschämten Unterstellungen nicht mehr länger gefallen lassen. Ich werde Sie und Ihre Lügenpresse verklagen. Lügenpresse? Sie nennen meine journalistische Recherche Lügenpresse? Jawohl, Lügenpresse. Und das Holiday Adventure Resort, das wird gebaut. Und wer das verhindern will, ja, aber nur über meine Leiche. Invasion. Haben Sie mich etwa die ganze Zeit belauscht? Was heißt da belauscht? Das ist ein öffentlicher Gastraum. Und mein Eigentum noch obendrein, ich bin nicht der Wirt von der Schenke. Da kann ich mich bewegen, ohne dass ich mich rechtfertigen muss. Sie hätten sich ja trotzdem mal bemerkbar machen können. Ich war da unter auf Krötenjagd. Ich weiß gar nicht, wo die Hilfbüchse alle herkommen. Ja. Wem sagen Sie das? Ich habe die auch schon draußen auf der Straße gesehen. Auf dem Weg hierhin habe ich bestimmt 2 Dutzend davon überfahren. Mit euch kann ich nicht selber. Bloß nicht, bleiben Sie weg damit. Ich verstehe es sowieso nicht. Wieso können sich diese liebestollen Kröten eigentlich nicht auf der anderen Seite der Straße bespringen? Totaler Unfug. Mir ist es auch total egal, auf welcher Seite vom Doppelbett ich liege. Ah. Könnten Sie mir bitte ein Mineralwasser bringen? Ja, Sir. Ja.
soll ich versehen, ob ich das Licht ausschalte. Wieso? Von was wäre denn mehr geblendet? Von der Deckenbeleuchtung oder von meiner blendenden Ausstrahlung? Wenn Sie die Sonnenbrille meinen. Dass ich die tragen muss, habe ich dieser wild gewordenen Kampfdrohne. Anteilig gesprochen. Ja. Vom Hoodie-Dresser. Ja, natürlich. Oder dachten Sie von meinem nächsten geplanten Bankraub? Kann sich da jeder beteiligen? Mit anderen Worten, Sie wären an einer Investition interessiert. Nicht so laut, wenn meine Frau das erfährt, dann hält sich gleich wieder der Mond an, fährt ihre Fangzähne aus und sechs Jahre auf dem Handleger. Das wollen wir natürlich nicht, dass ihre Frau zum Werwolf mutiert. Wissen Sie, anders wie der Joe Kasper vom Times Square, kann ich hier Schwarz geben. Plus, meine Frau weiß da nichts davon. Komm. Wissen Sie, die kann mit Geld überhaupt nicht umgehen. Wenn ich das nicht machen würde, dann wären wir schon längst pleite. Da habe ich die Lösung. Hier, meine Karte. Rufen Sie mich doch gern noch an und wir treffen uns an einem diskreteren Ort, um die Sache zu besprechen. Meine Nummer steht drauf. Die Handynummer? Ja, genau. Ist schräg, okay. Okay. Paul, verdammt, hilf mir doch mal mit diesen widerlichen Kröten. Elle, ich komme. Entschuldigung, mein Lady wünscht mich zu sprechen. Natürlich. Wo bleibst du denn? Wir kommen. Ich bin doch schon längst unterwegs. Lass dir weiter mir was erinnern. Ja, Verzeihung. Ach, diese machen mich völlig durcheinander. Und dann noch dieser Infoabend. Ja, dieser Tumult der primitiven Eingeborenen von Schnuppenbach. Ja, das auch. Aber ich habe letzte Nacht das Grautümpelmonster wieder gesehen. Ach, Sie meinen die Frau vom Bürgermeister. Was? Nein. Ich meine, das echte Grautümpelmonster. Aber mir glaubt ja hier eh niemand. Nina, Sie sind doch sicher nicht gekommen, um mit mir über Ihre Sichtung von Trollen, Riesen und Kobolden zu plaudern, oder? Nein, nein, ja, natürlich nicht. Ich habe draußen Ihr Auto stehen sehen. Ja, und ich möchte Sie etwas fragen. Darf ich? Natürlich, vielen Dank. Und fragen Sie ruhig. Hauptsache, Sie schlagen mich nicht wieder mit einem Ihrer Protestplakate. Eigentlich bin ich gar nicht so handgreiflich. Ich bin eigentlich ganz anders. Bloß, ich komme so selten dazu. Ja. Die Frauen in dieser Gemeinde scheinen allgemein einen Hang zur Gewalttätigkeit zu haben. Oh mein Gott, hat Ihnen etwa mein Sven über mich irgendetwas erzählt? Ich habe mich damals so über ihn aufgeregt, als er mit dieser flippigen Gabi auf diesem Schützenfest rumgemacht hat. Ich hätte doch nicht gedacht, dass ich ihn tatsächlich treffe, als ich ihm das Bierglas hinterhergeschmissen habe. Also ich muss schon sagen, trotzdem haben Sie überhaupt gar keinen Grund, es überall herumzuerzählen. Schließlich sieht man die Narbe kaum noch. Naja, wenn er seine Baseballkappe aufhat. Beruhigen Sie sich. Ja? Ja, Ihr Sven hat mir gar nichts erzählt. Wirklich? Ja, ich kenne ihn doch gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Ja. Auch wenn es nicht so aussieht und mir trotzdem überall sehr nachweisen. Sie wollten mich was fragen. Ja, genau. Stimmt. Ich habe gehört, dass man in diesem Adventure-Holiday-Resort mit einsteigen kann. Stimmt das? Das ist korrekt. Ah, sehen Sie, mein Sven und ich, wir möchten nächstes Jahr ein Haus bauen. Ja, und wir haben da schon etwas angespart. Und es wäre doch toll, ja. Sie wissen schon, wenn wir bis dahin noch etwas Gewinn machen könnten. Hallo!
in Schritten war. Kein Mensch irgendetwas davon wissen. Das verstehe ich gut. So wie ich sie gestern hier erlebt habe, würde man auch eher vermuten, dass sie in veganes Pfefferspray investieren. Oder in Elektroschocker mit Biostrom. Da war ich wohl etwas burschikos. Aber wie ich schon sagte, ich bin ja eigentlich gar nicht so. Ich weiß, außer wenn man sie provoziert. Genau, aber trotzdem möchte ich mich nochmal bei Ihnen persönlich entschuldigen. Aha. Also, kann man da jetzt was machen? Natürlich. Ja? Also, hier ist meine Karte. Meine Nummer steht da unten drauf. Aha. Sie könnten mich gern anrufen und wir treffen uns an einem diskreteren Ort, um die Sache zu besprechen. Ja. Ich kann Sie auch gern von zu Hause abholen. Ich hupe dann. Kommen Sie dann mit dem Auto? Nein, mit einer Suppe. So ja. Ja, könnte ich da eventuell auch mit einsteigen? Ich habe da nämlich etwa die Hälfte seit ihr geschafft. Allerdings darf mein Mann davon nicht das verstehe ich gut. Männer dürfen zwar alles essen, aber noch lang nicht alles wissen. Hm? Ja, meiner? Der darf wohl nicht alles essen. Ihr Mann wäre dann also nicht an einer Investition interessiert? Der ist doch für sowas viel zu schusselig. Und außerdem kann der mit Geld überhaupt ja nicht. Wenn ich das hier nicht alles regeln würde, das können Sie glauben, dann wären wir schon längst pleite. Ah ja. Seien Sie guten Tag. Du meine Güte, Herr Hofstetten. Müssen Sie hier so hinpoltern? Ich werde der Investorengruppe hier noch den Bau eines Therapiezentrums vorschlagen. Das vielleicht Goldgrube. Okay, Herr Sport. Ich weiß genau, was du für mich empfindest, Herr. Ich weiß ja nur, was ein Mann tun muss, Herr. Ja, warte mal, geschwind Spatz, ich muss geschwind die Kollegen was sagen, nicht? Servus, schön, dass wir da sind, nicht? Dazu bitte schön den Abstrich machen und du nimmst die Finger ab, nicht? Sagst du nicht, ne? Spussi! So, Spussi! Du hast das doch gewusst, Schatz. Na, mein Leben ist meine Arbeit und meine Arbeit ist mein Leben, Herr. Na, geh da draußen. Da regieren Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit. Und das ist meine Aufgabe, das zu bekämpfen. Das ist meine Mission. Und da bringt mich keiner davon ab, Herr. Na, geh Spaß, beruhig dich. Ja, ich hab gesagt, ich mach da Abwasch. Sag mal, was guckst du denn so angespannt da an? Gerd, Kollege, könnt ihr mal was schauen, bitte? Du, Paul. Ja, Graf Schlosser. Dass ich mein... sagst du. Ja, nicht. Dass ich mein kommender Seif. Aber? Ja, mein Freund kann ja nicht ins Wasser ziehen, fix nochmal. jetzt muss ich halt irgendwie anders nur sein. Komm, schick mir mal was. Herr Gott, Herr Hasenbrüter, Ihre Witze sind in der aktuellen Situation einfach nur Geschmack und pietätlos. Ach, was? Das Leben geht weiter. Am besten bleibt man heiter. Lachen ist doch immer noch die beste Medizin. Obwohl, so ein bisschen Alkohol, gell? Das ist ja nicht richtig hilfreich.
Was ist da, Gläsle? Frühstücksmittel. Hat das Hilfsmittel? Sie sind einfach taktlos. Wie kann man nur solche derben Zungen reißen? Jetzt, wo Gregor tot ist. Er war doch die Liebe meines Lebens. Oh. Stefan, schon aus? Jungs, ihr kennt die Wirtin, jetzt haben wir zur Vernehmung abgeführt. Ja, aber das ist eigentlich unsere Aufgabe. Na, ich weiß, sonst bitte den Fallen, weil ich habe ja noch was zum Recherchieren. Ne? Ich bin unschuldig. Das sagen sie alle. Aber sonst mal wollen, bringt das hinten raus. Ne? Frau Friesenhain, hier meine Karte für ein exklusives Interview. Ich erstelle dabei einen Kanal auf Instagram und YouTube für Sie. Alles ein Missverständnis. Paul, jetzt hilf mir doch mal. Das geht doch so nicht. Ich hab da nichts gemacht. Paul. Ich unternehme was, ehrlich. Ich unternehme was. Ich vermiete Ihr Zimmer. Sind Sie dieser Kommissar? Na, geh sicher. Ich bin Kommissar Holzbach. Und wer sind Sie? Heike, hallo. Servus, was kann ich für Sie tun, gnädige Frau? Ach, eigentlich nichts mehr. Wie die zwei netten Polizisten mir ja heute Morgen schon mitgeteilt haben, hat sich das Wichtigste schon erledigt. Ich wollte nur wissen, wann die Gerichtsmedizin denn endlich meinen Mann freigibt. Oh, damit Sie die Beisetzung planen können, na sicher. Ach so, ja, die meinetwegen auch. Aber in erster Linie, weil ich übermorgen meinen Flug in die Karibik antreten möchte. Ach, außerdem war er Organspender. Und ich wüsste auch sofort, welches Organ ich zur Spende freigebe. Sein neuer Träger könnte mühelos eine Karriere als Gigolo starten. Na Heike, da spende ich doch mein Organ auch nicht. Damit der Elefant eine neue Rüssel kriegt. Hoffen, dass ein Elefant dir seine Leber gibt. Gehen wir davon aus, dass Sie die Frau von Herrn Holzbach sind. Ja, Heike Holzbach. Ich hab verwechselt. Ich hab gemeint, die Dame und die ist gerade das Bild. Dame? Na. Welche Dame? Sie meinen doch nicht etwa dieses billige Investorenflittchen. Nehmen Sie sich bloß vor dieser Nebelkrähe in Acht, Herr Kommissar. Bisher können Sie Ihr blaues Wunder erleben. Aber wo blaues Wunder, gell? Also mal Roswitha, den haben wir mal im Schlafzimmer, haben wir dir mal eine Tablette gegeben. Das meinem Mann. Mhm. Und ich habe sogar fotografische Beweise dafür. Na da, Schei. Na gehen wir davon aus, dass die Nachricht auf dem Handy vom Bürgermeister von Erna ist, dass sie für diese Fotos eine großzügige Abfindung haben wollen und die Scheidung. Ansonsten Daten sind öffentlich bloßstellen und ich zitiere mal geschwind. Na, wo man's? Da ist. Ja. Mit einem Betonplatz am Bein, die Quadümpel versenken lassen. Sag mal, gibt's hier Betonklötzle auch beim Mobi zum Kaufen? Fällt Ihnen ein, meine privaten Nachrichten zu lesen? Na, gehören Sie, es ist ein Mordermittlung, was glaubst du? Dann möchte ich Ihnen jetzt Ihre Nase wiedergeben. Sie steckt nämlich in meinen privaten Angelegenheiten. Außerdem kann ich ja wohl meinem Mann schreiben, was ich möchte. Für irgendwas muss es schließlich gut gewesen sein, dass ich diese Knalltüte geheiratet habe. Da könnt man mal sagen, was die Fotos her haben. Das geht sie ebenfalls nichts an. Gnädige Frau, wir können das Gespräch auch gern auf dem Revier weiterführen. Ich lasse der Harry schon mal da warm vor. Ja.
fotografiert und die Bilder dann an die Ulsbach gegeben. Gekauft. Er hat sie mir zum Kauf angeboten und ich habe sie bezahlt. Eine Ungeheuerlichkeit, Herr Kommissar. Und Sie. Sie werde ich verklagen, Herr Hofstetten. Darauf können Sie sich verlassen. Oh Gott. Das da der an mir stellen aber auch mal. Auf deine Fotos schauen sie nicht halb so durchgeknallt aus wie Sand. Sprachlos! Wollen wir mal hoffen, dass der liebe Gott sie in diesem Zustand erhält. Aber wie in einer E-Mail an der Bürgermeister zum Lesen ist, da haben sie ihm die Fotos zuerst angeboten. Oder soll ich eher sagen, Sie haben ihn damit erpresst. Ich fand das ein faires Angebot. Ich meine, es wären bestimmt ein paar tolle Erinnerungsfotos mit dabei gewesen. Na sicher. Aber wenn der E-Mail zum Lesen ist, haben Sie im Tausch gegen die Fotos eine bessere Stellen in der Zeitung beantragt und das ganze Budget noch mit 20.000 Euro zum Subventionieren. Ansonsten sollten sie politisch fertig machen. Ich fand das ein faires Geschäft. Ein Angebot, wie es in diesem Kreis üblich ist. Das hat der Bürgermeister Holzbach aber anders gesehen. Und er wollte sie wegen Erpressung anzahlen. Woraufhin Sie in Ihrer Antwort mir gedroht haben, in den Hals umzudrehen. Also, Politikern den Hals umzudrehen, ist nun wirklich nichts Besonderes. Ich meine, die haben doch eh alle Wendehälse. Oben hast du es genauso gemacht, wie der Schreiber gesagt hat. Wie soll ich dich sonst an die Fünfer passen? Halt den Gusch! Na geht, das ist ja mal eine interessante Aussage. Darf der mal wissen, wer Sie sind? Frau, wir dürfen Sie. Wie gut Sie mich zu berühren, rufe ich augenblicklich die Polizei. Das ist ja wohl ein Witz. Ich bin die Polizei. Ah, und außerdem. Brauchen Sie sich gar keine Hoffnungen machen. Sie haben am Mitmasten wesentlich besser gefallen. Sie ungehobert auf Legen, Sie. Sie brauchen mich gar nicht zu beleidigen. Ich kann schließlich nichts dafür, dass Sie schlecht gelaunt sind. Bloß, dass Sie den Mord nicht aufgeklärt bekommen! Das ist doch die Höhe! Ich bin nie schlecht gelaunt, wenn ich mit mir alleinig bin! Und auch hier, ich kann nicht! Erst was du jetzt auch hören musst, glaubst du das noch? Hä? Was soll denn der Blödsinn? Sagen Sie nachts laut für einen Blätterteig, oder was? Sehr witzig! Ja. Lauf für Blätterteig! Wie bist du denn? Wir sind hier doch nicht im Dschungelcamp! Nein! Ich mache das, was eigentlich Ihre Aufgabe wäre! Na, da bin ich mal gespannt. Ich sichere die Spuren des Grautümpelmonsters. Ach was? Du hast dabei Rennen zueinander gekommen mit der Forsch oder was? Oh, mein Prinzessinnenkostüm ist leider gerade in der Reinigung. Na geh, mir wollen's doch nichts vormachen. Sie sind doch dieses Grautümpelmonster selber. Sie haben sich bloß eben ihr Forschhaum abgesetzt. Und sind noch mal reingekommen, damit ich glaube, Sie waren erst gerade gekommen. So, ein haarsträubender Unsinn. Wir sind hier doch in keiner Las Vegas Show, bei der ich in wenigen Sekunden mein Kostüm wechseln kann. Aber während Sie mir hier diese Vorhaltungen machen,
ist das echte Monster wohl schon längst über alle Berge. Und es wird mit Sicherheit da über die Gästetoilette entwischt sein. Na okay, bleiben Sie zurück. Das ist gefährlich für Frau. Bringen Sie bessere Sicherheit. Das ist eine Aufgabe für den echten Koch. Die Rache der Mumie wird neu verfilmt und die Hauptrolle ist Ihnen diese Aufmachung sicher. Frechheit, Paul! Aber wenn man recht hat, haben Sie recht, nicht wahr, Paul? Also wenn ich es mir genau überlege, frage ich ganz schön blöd, dass ich die kriegen kann. Also, das stimmt. Allerdings war ich damals zu verliebt, als dass ich das gleich gemerkt hätte. Oh ja, Ellie war Feuer und Flamme für ihren Paul. Weißt du noch? Du warst ganz wuschig. Ach, Alice, was erzählst du immer für einen Kuckuck? Paul hat sie an den Sturm erobert. Und an dem Tag war es bestimmt ganz schön nervig, gell? Das erklärt aber immer noch nicht, was Sie mitten in der Nacht hier treiben. Vielleicht bin ich Ihnen ja gefolgt. Na schon. Denn für die Unverschämtheit, die sich Herr Hofstetten mit den Fotos von Bürgermeister Ohlsbach und mir geleistet hat, habe ich eine kleine Wiedergutmachung von ihm verlangt. Bin jetzt gespannt. Und die war, Erkundigungen über Sie einzuziehen. Erkundigungen über den Kommissar? Exakt. Was denn für Erkundigungen? Und was soll dabei herausgekommen sein? Erstaunlich, dass ausgerechnet Sie das nicht wissen. Dass ich das nicht weiß, erstaunt Sie? Selbstverständlich. Oder wundert es hier etwa niemanden, dass der Kommissar selbst das Grautümpelmonster-Kostüm in der Hand hat? Na, hört doch mal auf mit dem Schmoren, Herrn. Natürlich hat er es in der Hand. Er hat es ja auch auf der Toilette gefunden. Da schauen Sie her. Was ist hier für eine Versammlung? Na, Herr Hofschnetten, Sie kommen gerade im richtigen Moment. Klären Sie doch mal die hier Anwesenden über unseren fabulösen Kommissar auf. Aber natürlich. Also, der Kommissar ist der Bruder vom Bürgermeister. Was? Sie sind Bruno Ohlsbach? Ausgeschlossen. Der Gregor hat immer erzählt, sein Bruder wäre nach Wien ausgewandert. Und dass die beiden keinen Kontakt mehr miteinander haben. Ja. Und warum hast du nach Bongatz und nicht Ohlsbach? Kannst du mir das erklären? Sag mal, Leute, das ist doch ganz einfach. Man kann doch von Wien auch wieder zurückwandern, ne? Echt? Ja, und außerdem hab ich den Namen von meiner Regierung angenommen. Jedenfalls haben sich die Ohlsbach-Brüder schon in jungen Jahren einen Spaß daraus gemacht, ein Grautümpelmonster zu erfinden, welches wir dann ab und an in Erscheinung treten lassen haben. Und das hat mir Gregor sogar selbst erzählt, als wir darüber gesprochen haben, wie wir am besten Werbung für das Holiday Resort machen könnten. Er meinte, das wäre doch ein prima Reklame-Gag. Mhm. Und er wüsste sogar jemanden seines Vertrauens, der sowas machen würde. Da wieder einmal! Der Kommissar! Das ist das Teilmonster! Na okay, Hirn! Das ist kein Streich so da einer! Ja, leider bin ich da schon schockiert! Da muss ich ja gleich mal drauf trinken, bis ich schon oder da um alle Ruhe wegkommen. Ausnahmsweise muss ich dir recht geben, Hannes. Ich bin auch schockiert und brauche erstmal einen. Na, geh, Herz. Jetzt? Wollt ihr alle schockiert sein? Tja, dabei hat doch auch jeder von euch gewusst, dass der Gregor dahinter steht. Genauso wie auch jeder von euch einen Grund gehabt hätte, ihn umzubringen! Was? Ja, was für eine Unterstellung! Geh, Frau Friesenheim!
Sie, haben Sie doch die ganze Zeit schon gewusst, dass der Gregor dahinter steht? Sie haben bloß nichts gesagt, weil Sie ständig immer wieder kleine Affären mit meinem Bruder gehabt haben. Und das immer, in der Hoffnung, dass er Sie irgendwann mal verhört. So, dann haben wir den Gregor Holzbach. Gregor Holzbach. Ich will jetzt mal sagen, Vorsicht bei diesem Mann, der verkauft euch auch Schnursenkel. Gespielt von Gottfried Süß. Dann haben wir die Heike Olsbach, das ist unsere Sarah Kropka, die Ehefrau von natürlich schlagkräftige Argumente hat, das habt ihr ja gesehen, ja? Okay, gut, dann machen wir weiter, dann kommt die Alice Stockwedel. Die Vorsitzende des Vorsitzenden, gespielt von Tanja Dischinger. Der steht dann hier jetzt unter dem Tisch, aber da passt er auch hin. Unser Hannes Hasenröder, gespielt von Erwin Zeithold. Ja, ich glaube, da brauche ich jetzt keine weiteren Worte dazu sagen. Ja? Der Hut sagt schon vieles, er hat eine breite Krempe. Ja, dann haben wir noch die Bitterkummer-Knötemann. Die Investorenvertreterin, die jedem alles, wirklich alles verkauft. Hauptsache ihre Kohlenstimme. Die spielt von Jesse Katz. Dann haben wir noch die Nina Hambacher, die ausgeflippte Demonstrantin, die also wirklich ja auch alle Register ziehen kann, unsere Sabrina Meyer. Ja, dann hoffe ich, dass unser Presse Peter, unser Presse, wie sagt man da? Messereferent oder wie auch immer, dass er uns das in den Kopf nimmt und so, dass wir einen eigenen haben. Wir haben unseren eigenen Presse-Presser. Also unseren Florian Hofstetten, gespielt von Ria Lüttner. Die haben wir bei uns auch schon Fuß gefasst, gell? Jo, unser Bruno Bungartz, unser Hauptkommissar. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben die Andrea, unsere Soufflöse. Habt ihr eigentlich... Na, Moment. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wo ihr sitzt? Keller. Ah, okay, also, Andrea, nach vorne bitte. Ja, unsere Andrea, unsere Soufflöse, unsere, nein, einfach mal Netz und doppelter Boden. Dann haben wir noch, bevor wir abschließen, haben wir gleich unsere Maske. Natürlich. Komm, Franzi. Und dann haben wir Maria. Ja.
Applaus gehört euch, weil ihr habt unsere Spieler alle ins rechte Licht gerückt. Dankeschön. Ihr habt leider keine Zeit gehabt, mich ins rechte Licht rücken zu lassen. Ihr müsst mit mir so vorlieb nehmen, wie ich bin. Danke. Ja, und dann habe ich zum Abschluss noch meine Frau, die Felicitas. Die ist, die macht jetzt nicht speziell was, aber sie ist für alles. Nein, das ist meine bessere Hälfte. Und sie ist, ob sie rechts oder links ist, sie unterstützt mich in vollen Zügen. Und nur mit ihr besteht dieses Theater überhaupt. Das muss ich immer wieder sagen. Nur mit ihr kann ich dieses Theater durchführen. Also sollte sie mal nicht mehr. Ja, da habe ich gesagt, dann übernehme ich. Aber es ist wirklich so, Leute, das ist wirklich nicht einfach. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr haben wir geprobt und meine Frau hat in Abstinenz gelebt. In Abstinenz gelebt. Ja, ich bin immer nach Hause gekommen, oder was heißt nach Hause, ich war ja nach Hause, aber nach vorne gekommen, alles dunkel, keiner da. Ja, ja. Okay, aber, ja. So sagt es ist schöner wohnen. Ich soll jetzt meine Klappe halten. Aber jetzt sag ich, halt mal du auch die Klappe. Moment mal. Wollen wir jetzt Feier machen, der Otto endlich einmal aufhört zu reden? Bitte, ganz großen Dank von allen Spielern, allen Beteiligten und natürlich von euch auch. Ohne den Mann wäre es nicht möglich, das zu machen. Herzlichen Applaus für Otto Schmid! Ich finde es immer wieder toll, ich hab, kann ja immer noch was dazu sagen, ich finde es immer wieder toll, ja, mit so einer tollen Gruppe, so einem tollen, tollen Team zu arbeiten, ja, die auch auf mich eingehen, weil ich versuche es immer auf sie einzugehen, aber die müssen auf mich eingehen. Nee, aber wir haben da oben noch eine Technik. Also, Technik, so, wir kommen jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Machen wir einfach den Vorhang zu. Das müsst ihr jetzt gar nicht mitgeben, wenn wir jetzt noch einen Schnaps trinken. Tschüss, gute Nacht. Dankeschön. Moment. Stopp. Jemand ganz arg vergessen und diese Strafen für Blumen, Kühne, Krug. Ja! 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 Dankeschön an alle Helfer, die uns da unterstützen.